Hallo und herzlich willkommen. Wir sind heute wieder hier auf der wunderschönen Canterbury Infinity. Wir haben beim letzten Mal begonnen, alles zu verkaufen, um die Schweine aufzufüllen. Und wir fahren da jetzt weiter, weil wir müssen noch ein bisschen Mais holen. Das ist bei der gestrigen Folge nicht voll geworden. Und der ist auch wieder dort, das passt da. Da können wir weiter die Milch verkaufen. Und da müssen wir noch die Gewächshäuser auch noch alles verkaufen. Laden. Okay, Milchfabrik gleich laden. So, ja. Passt. Für Zeit sieht es gut aus. So, der ist ja noch unterwegs da. Gehen wir mit dem nächsten an. Währenddessen ein bisschen schauen, ob wir das schaffen, alles zusammen. Hopp, anhängen. Mit Wasser beginnen ist eh wurscht, stellen wir uns gleich da mal so her. Und eine Sache will ich da aber noch machen. Guten Tag. Jetzt haben wir da mit den Paletten echt voll. Jetzt auch. Ich hab's mir gedacht, dass das nicht sein kann. Abfahrer entlassen. So, und noch mehr Mais haben wir gesagt, wenn wir das zumachen müssen, sonst mit das ein bisschen weg. Ich hoffe, dass wir einen Mais auch gesetzt haben. Ich weiß es nämlich nicht mehr. Aber auch wenn wir keinen auch gesetzt haben, einen Tag müssen wir auskommen damit noch. Oder einen Tag müssen wir leicht auskommen, wenn alles voll ist. Hof, 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 Schweine und auf Wiedersehen. Was haben wir da jetzt drauf? Da steht Himbeergewächs, Gewächs aus Blumenkorbalette. So oder andersrum? Andersrum. Ich hab's mir fast gedacht schon. Nein! So. Und jetzt hopfen wir wieder zu den Fach entlassen. Ist gerade ein bisschen zach. Ja, da wird sein Punkt erreicht. Ja, das bringt uns wieder 10.000. Was ich bin laut, wenn ich hier kurz waschen. Und dann schaut es gleich wieder schön aus. Also, aber das ist wichtig. Schweine. Schweine ist wichtig. Zuerst die Schweine, dann Gold verdienen.
und entladen. Mal schauen, ob das auch noch alles eine marschiert. Bist du deppert, Alter? Day home. Ja. Aber dafür bitte sag mir, dass wir jetzt im grünen Bereich wenigstens sind. Schauen wir gleich nach. Falsch. Das zurück zum Hof schicken. Schweinehof. Opfer reinstellen und jetzt schauen wir schnell nach. Nix. Haben wir ein Maisfeld? Ja, es fällt 4. Gott sei Dank. Das habe ich nicht so schlecht gearbeitet. So, jetzt muss ich noch den Anfang Tempo wieder retour schicken. Dann Milchfabrik, Becky, einfach reinstellen. So, und dann da wieder aussteigen. Dann nehmen wir da die nächste Palette. Blumenkohl war das jetzt, oder? So, da wartet schon wieder einer, aber das soll jetzt warten. Wird da auf Land fertig. Und da bleiben noch. Warte. Drehen. Passt perfekt. So. Abfahrer entlassen. Und dann schauen wir, was braucht man auch? Was war da noch im roten Bereich bei den Okelas? Bei den Bukis, wo was ist da? Rot, Weizengerste, Hirse. Weizengerste oder Hirse? Weizen. Gut, könnte man sogar ein bisschen aufteilen mit Weizen und Gerste. Um das voll zu kriegen. Wenn ich es richtig sehe, haben wir nämlich Gerste einiges. Und hier ist ein Hobby erst aufgesetzt. Und Hof. Schweine. Also das Cosplay ist wirklich gut wert. Und der nächste. Zwei Hänge voll sind es noch. Bei 8000 können eine 15.000 waren. Das heißt, gute 20.000 noch, dann sind wir bei 186.000.
circa. Weg die Milch. So habe ich gedacht, dass ich da jetzt hängen bleibe und reinsteige. Passt. So, das Kleid tut. Blumenkohl haben wir gesagt, gell? Blumenkohl. Da. Aufsteigend, aufsteigend. Wurscht, ich verkauf's trotzdem. Meiste verkauft gerade Lupa. Wenn wir einen Kurs noch einfahren. Aber zuerst wieder da. Ja, komm. Wollt ihr jetzt noch was schauen? Jo. Geht nachher hängen eine, oder? Ja, sehr. Komisch ist aber nur, dass die Sojabohnen und die Kartoffeln und das nicht ganz unten ist. Apropos Kartoffeln und das Ganze. Müssen wir noch aussetzen, ne? Und beim Ding. Wir fahren von den großen Feldern als nächstes. Um sehr hundertprozentig einmal Kartoffeln irgendwie dort drauf. So, und dann kommen wieder Schweinehof und einfach einstellen. Passt. So. Ja, der hat jetzt den Trick erreicht, ist mir aber gerade wurscht, weil jetzt von meinem Kursei zum Lupa. Kursaufzeichnung beginnen. Jetzt ist bei den Schweinen auch nicht mehr so schlimm. Das müssen sie jetzt schon überleben. Überlegen, der beste Kurs zum Joker. Von vorne zu oder von hinten? Wow. Ich hoffe, das hat er geschafft. Nächstes Mal vorne. Komm mal vorne zu. Einen anderen Weg fahren, dass wir nicht alle immer hinten umschicken. Das läuft halt. Und stopp. Passt und speichern. Super. Und speichern, passt. So. Mit was ich jetzt beginne abladen, ist ja wurscht, ob ich jetzt mit dem beginne oder mit dem anderen. Mit der werden wir gleich dann nehmen wir es noch nicht.
Aber wir haben einen guten Halt aufgemacht. So. Das heißt, bei 8 Paletten sind es auch 16, 17, einmal 3, einmal 8, 8, 16, 24. Ja, also 18.000 Vorhänger. Und wir haben das hier 2 Paletten von der mit Blumenkohl. So, jetzt schauen wir zum nächsten, der was uns Gold bringt. Weil der muss nachher nochmal noch einmal fahren. Und dann ist das auch fertig. Und noch einmal 10.000. Das bringt Gold. Jetzt kriegen wir schön Gold da. So, und dann die Schweine. Und dann können wir alle wieder losschicken. Jetzt haben wir Weizen gefüttert, das heißt, jetzt führen wir Gäste. Und zwar Weizen. Nehmen wir Gäste an Vornhänger. Perfekt. Also gut, dass ich schon angefangen habe fest zu sammeln, weil sonst würde man jetzt ein bisschen blöd reinschauen. Na, da muss ich erst einen Kurs einfahren. Vorher schicke ich den los. Dann gehe ich einen Kurs zum Gewächshaus einfahren. Überall wollen, das bleibt benutzen kann, ist für mich eine Zeitersparung. Das Aufzeichnen beginnen. Ja, da nehmen wir jetzt nicht die Abkürzung, da fahren wir jetzt außen dummer. Jetzt vorher bin ich zum Opa gefahren, bin hätte ich die Abkürzung nicht da nehmen sollen. Ich hätte da schauen sollen, dass ich auf der Straße bleibe. Aber ist wurscht.
und stopp. Speichern. Passt. Ja, und dann zwar sind da wieder Rad. Weg ist noch zu verkaufen, sehr schön. So, da. Das, da können wir das letzte Fassel holen. Weil dann noch kann ich damit zum Hof wieder fahren. Beziehungsweise noch transportieren für die Schweine mit dem auffüllen. Und das muss ich auch nachher wieder auffahren. Das heißt, mit dem kleinen Hänger Sachen herfüllen, damit wir da wieder eine Produktion haben und das da läuft. Ein bisschen Diesel haben wir noch drin. Wäre auch möglich, dass ich auffahren muss. Und zwar die Milch weggeben, reinstellen. Und der nächste. Verentlassen. Durchtrennte Reifen. Was hast du denn da für ein Problem? Was ist mit dir, du oft da? Willst du mich verarschen? Wo fährst du hin? Jetzt beim letzten Mal kriegst du auf einmal einen Spinner oder was? Schau, warum lenkt der mich immer da rechts um? Habe ich da einen falschen Kurs drinnen oder was? Milchfabrik weg. Ah, Blödsinn. Weg Milchfabrik. Das war sein Problem. Okay, war mein Fehler, sorry. Kann nicht einmal Schuld dafür geben. Scheiße. So, oder? Der Hänger wird der komplett reinigen. Ist wieder falsch. 99% Produktivität, das ist schön zu sehen. Das sehe ich gern. Okay, und jetzt Sojabohnenraps und so weiter. Müssen wir schauen, wo wir am meisten haben. Weil Sojabohnen brauchen wir nämlich für die Veggie-Milchfabrik. So. Schweine und da vereinstellen. Sind die anderen unterwegs? So, dann war ich richtig. Dann war ich richtig bei dir schon.
dass das so einer schon wartet, aber es lohnt mir da wieder fertig auf. Na. Aber was, warum ich noch da verkaufen muss? Ich weiß nicht, ob ihr das auch seht, aber ich hab da leichte Rockler drin. Ja, da fliegen die Frames. Oh weh. Also hier ist der jetzt. Da haben wir Schutzfüllstein von den Paletten. Deswegen fliegen die Frames. Jetzt bin ich draußen, sind die Frames auch wieder da. Also, ich muss es so oder so verkaufen. Gewächshaus, Lupa haben wir gesagt. Einfach einstellen. Ich vertraue mal drauf, dass du deine Arbeit machst. Entlassen. Also sollte einmal bei der Folge hin und wieder ruckeln. Was bei der Case drücken, ne? Was jetzt gar nicht. Dann tut es mir sehr leid, ich hab's erst jetzt gesehen. Das mit den Frames herbrechen. Gewächshaus. Ich habe zwar keine ausgelassenen, aber er sagt mir, ob ich von 60 FPS, ob ich auf die 30 Preis halt, habe ich gesagt. So. Und jetzt können wir schauen, was wir da als nächstes brauchen. Aber das machen wir beim nächsten Mal, liebe Leute, weil für heute war es das schon wieder. Muss ich gerade sehen. Ich wünsche euch heute noch einen schönen Tag, beziehungsweise einen schönen Abend. Je nachdem, wann ihr schaut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.